Monstrum habe ich noch nie gesehen. Das ist einer von den Bergriesen. Mein Großvater sagt, die gibt's auch heute noch. Red doch keinen Unsinn, sind doch alle. Zwerg seinen Fußabdruck hinterlassen. Den werde ich nicht verwischen. Bringen wir die zu dem Riesen, den die Bauern erschlagen haben? Ja, den haben wir ja letzte Nacht schon geholt. Ja, die werden sich gewundert haben, dass er plötzlich nicht mehr da war. Ja. Fertig. Schafft sie auf den Wagen. Schloss zurück, bevor es regnet.
nass werden. Vom Grafen Frankenstein. Nicht so neugierig. So viel Neugier kann gefährlich werden. Ihr müsst den Tisch umdrehen, damit die Leichen Kopf an Kopf liegen. Ja, Herr Graf. Ja, das reicht. Nicht so nah. Andersrum. Kopf an Kopf. Legt das Tuch über die Füße. Und versteckt den Sarg in der Kammer. Dort wird er nicht gefunden. Macht schon, ich will anfangen. Hans, stell den Leuchter hierher. Und bring die Schüssel mit Wasser. Rainer, beeil dich. Und Hegen, schieb den Tisch hier rüber. Ihr Gehirn in seinen Kopf. Wer hat sie angefasst? Das war der da. Was hat er hier zu suchen? Mit dem hat man nur Ärger, Herr Graf. Leichenschänder. Sie war so, so wunderschön. Hinten, Heiner, raus mit ihm. Raus! Aber ich hab sie doch nur angefasst. Da ist doch nichts Schlimmes dabei. Was wollt ihr denn? Lasst mich doch los. Ihr sollt mich loslassen. Und sorge dafür, dass hier niemand mehr reinkommt. Ja. Hol mir heißes Wasser. Schließ die Tür ab. Ja, sofort. Der steht fast auf Rot. Gut, dann kann ich operieren. Beobachte die Spannung. Kannst du unser Schloss sehen, Christa?
Ach ja, das Schloss der Frankensteins. Wunderschön. Da hast du dir einen romantischen Ort für deine Hochzeit ausgesucht. Wir zwei sind an jedem Ort glücklich, wenn wir nur zusammen sind. Ich hoffe, es gefällt dir hier bei uns. Walder, Besuch ist da. Herr Graf, Sie sind angekommen. Guten Tag. Oh, Fräulein Maria, wie schön, dass Sie wieder da sind. Danke, Walder. Willkommen zu Hause. Papa. Guten Tag, Walder. Wie geht es dir? Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Christa Lander. Willkommen. Sie ist Dozentin an der Universität. Also ich muss zugeben, eine Dozentin habe ich mir anders vorgestellt. Schön, dass Sie Ihre Ferien hier verbringen wollen. Das war Marias Idee. Freut mich, dass Sie auch mitgekommen sind. Danke, Graf, aber ich lasse doch Maria nicht allein. Hoffentlich bleiben Sie diesmal länger. Ich weiß nicht, aber meiner Mutter geht es nicht gut. Oh, das tut mir leid. Ach, es ist sicher nichts Ernstes, aber ich möchte doch bald bei ihr sein. Ja, das ist begreiflich. Aber zum Weiterfahren ist es jetzt schon viel zu spät. Bleiben Sie über Nacht bei uns. Sie haben recht. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft. Ich werde morgen früh weiterfahren. So, dann kommt mit herein. Es ist wunderschön, dich wieder hier zu haben. Ah, Körner, ich habe den Fall Hoffmann bearbeitet und ich glaube, es gibt eine Verhandlung. Ja, aber... Aber was? Ein Grab ist geplündert worden. Hm. Wessen Grab? Fragen Sie den Friedhofswärter. Also, was ist mit dem Grab? Los, machen Sie den Mund auf, Mann. Das Gästchen, Familiengrab. Das Mädchen ist gestern doch erst beerdigt worden. Ja, eben. Das ist ja... Wann habt ihr das Verbrechen entdeckt? Heute Morgen? Ja, heute Morgen. Das war heute Morgen, als ich zum Friedhof ging. Brauchen Sie die Kutsche? Ja. Und zwar sofort. Ist gut. Das kann nur die Tat eines Wahnsinnigen sein. Dieser kleine Fußabdruck könnte eine wichtige Spur sein. So winzig. Verblüffend. Wie ein Kinderfuß. Und nirgendwo sind andere Spuren zu sehen. Das ist der sonderbarste Fall, mit dem ich je zu tun hatte. Ist das Wachs soweit? Einen Moment noch. Hoffentlich wird es ein besserer Abdruck diesmal. Das Wachs ist flüssig, Inspektor. Dann gießen Sie es hinein, Körner. Tatsächlich. Ein winziger Fuß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was ein Kind mit einem solchen Verbrechen zu tun haben soll. Vielleicht war es ein Zwerg. Hans! Ich war eben auf dem Friedhof. Ja, und? Die Polizei war da. Sie haben neben dem Grab einen Fußabdruck von Gens gefunden. Was Besseres hättest du mir nicht erzählen können. Wieso? Warum freust du dich darüber? Das bringt sie doch auf unsere Spur. Mach dir keine Gedanken über ungelegte Eier. Es läuft alles so, wie ich es geplant habe. Interessant, was Sie da erzählen, Dr. Frankenstein. Nicht wahr? Die Beschäftigung mit der Geschichte war schon immer eins meiner Steckenpferde.
Ja, oft hat er sich tagelang in seinem Arbeitszimmer eingeschlossen und in alten Folianten gewühlt. Ihr Punsch, Herr Graf. Danke, Hans. Jawohl. Man hat hier in der Gegend interessante Funde gemacht, die beweisen, dass unser Land schon vor 6000 Jahren bewohnt war. Vor 500 Jahren ungefähr kamen dann meine Vorfahren hierher und bauten dieses Schloss. Schloss Frankenstein. Ich habe gehört, man hätte hier sogar einen lebenden Neandertaler gesehen. Durchaus möglich. Das kann doch nicht der Ernst sein. Was da so geredet wird, die Geschichte um den Neandertaler, ist doch sicher nur ein Märchen. Höhlen gibt es genug hier, in denen sich Tiere verkriechen, die aber auch Menschen als Zuflucht dienen können. Glaubst du wirklich, dass hier irgendjemand einen Urmenschen gesehen hat, Vater? Ganz bestimmt nicht. Und solange keiner wagt, tiefer in das Labyrinth dieser Höhlengänge einzudringen, bleibt eben dieser Neandertaler nichts weiter als ein Gerücht. Aber ich betone, es wäre möglich, dass er lebt. Herr Graf, es ist angerichtet. Gut. Also, meine Lieben, gehen wir zu Tisch. Mit Vergnügen. Darf ich? Kommen Sie. Danke. Bitte. Danke. Nehmen Sie Platz. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass es dir bei uns gefällt. Und ich hoffe, dass Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen. Das werde ich sicher. Dr. Frankenstein, warum gehen Sie eigentlich nicht selbst diesem Gerücht nach? Es könnte doch sein, dass Sie wirklich einen Neandertaler entdecken. Hans, pass doch auf. Ich bitte um Entschuldigung. Lassen wir lieber dieses unheimliche Thema. Ich finde das Thema gar nicht unheimlich. Im Gegenteil. Ich finde es faszinierend. Tatsächlich? Vater, Mutter hat mir von solchen Urmenschen einmal erzählt. Ich erinnere mich. Ja, vor vielen Jahren will man hier Menschen gesehen haben, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Neandertalern besaßen. Das ist aber nicht nachprüfbar. Aber es ist aufregend. Das ist es. Ich meine, das muss sehr interessant sein. Für Sie als Wissenschaftlerin. Ich habe unter anderem auch Anthropologie studiert. Christa ist eine großartige Frau. Sie hat nicht nur als Dozentin, sondern auch als Forscherin internationalen Ruf. Unglaublich. Warum unglaublich? Nun ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine so charmante und so schöne Frau sich mit trockenen Wissenschaften beschäftigt. Graf, auch Ihre Tochter ist eine schöne Frau und studiert trockene Wissenschaften. Bravo, Baron. Danke. Jetzt bin ich sicher, dass meine Tochter bei Ihnen in guten Händen ist. Sie ist nicht aus der Art geschlagen, meine hübsche Tochter. Du kannst servieren. Ja, Herr Graf. Sie ist eine Frankenstein. Und sie führt die Tradition ihrer Vorfahren weiter. Als ob sie ein Mann wäre. Du hast dich immer noch nicht damit abgefunden, dass ich als Mädchen geboren bin. Oh. Was sagst du denn da, Kind? Wann kommst du denn wieder zu mir? Halt's Maul, du Dummkopf. Hans kann doch jeden Moment reinkommen. Nur keine Angst, dein Mann hat bei den Herrschaften da oben lange genug zu tun. Na, red doch nicht so viel. Wenn uns erwischt, bringt er uns um. Warum ist das Fleisch noch nicht fertig? Und was hast du hier zu suchen? Warum schreist du Hitten dauernd an? Er tut doch nur seine Arbeit. Davon bin ich überzeugt. Ach, du mit deinem Misstrauen. Ist ja nicht zum Aushalten. Du kannst mir nichts mehr vormachen. Dafür kenne ich dich zu gut. Hau ab da! Das mache ich selber. Und hinten. Mach keine Dummheiten, Freundchen. Sonst bist du dran. Das schwöre ich dir.
Gnädiges Fräulein. Sie sind schon lange auf Schloss Frankenstein, nicht wahr? Mein Vater war Kutscher hier. Und als Fräulein Maria geboren wurde, da kam ich als Amme ins Haus. Mhm. Ihr Milchbad ist fertig, gnädiges Fräulein. Wie schön. Ich danke Ihnen für Ihre Mühe, Walter. Gerne geschehen, Fräulein. Und Fräulein, ich rate Ihnen, Ihre Augen offen zu halten, hier auf Schloss Frankenstein. Keine Angst, Liebling, ich bin es nur. Wie kommst du hier rein? Bist du wahnsinnig, wenn Vater das... Du, wir müssen vorsichtig sein. Wenn Vater erfährt, dass wir zusammen sind, ist alles aus. Lass mich, Dieter, bitte. Hast du Angst? Jetzt nicht mehr, du bist ja da. Was tust du hier? Ich bringe die Wolldecke für die Dame. Das hättest du schon früher machen können. Gib her, du sollst nicht im Dunkeln herumlungern. Verschwinde! Verzeihen Sie, Herr Graf. Geht's wieder? Er ist wirklich ganz harmlos. Keine Angst. Es tut mir leid, ich war so... Ich schäme mich so. Ich habe die Nerven verloren. Bei Tageslicht sieht hier alles ganz anders aus. Gar nicht gespenstisch. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank. Gute Nacht. Maria. Sei vorsichtig auf dem Weg. Auf bald. Leb wohl! In diesem Hause haben schon Generationen von Frankensteins gelebt. Und ich scheine von einer langen Kette das letzte Glied zu sein. Meine Tochter wird bald heiraten und das bedeutet das Ende des Namens Frankenstein. Bei der Geburt eines Knaben starb meine Frau und das Kind war auch tot. Aber das bedeutet doch nicht das Ende. Vielleicht werden Sie wieder heiraten. Oh, dafür glaube ich, bin ich inzwischen zu alt. Da muss ich Ihnen aber widersprechen, Doktor. Eine Möglichkeit gibt es vielleicht, den Namen Frankenstein zu erhalten. Wenn ich in der Wissenschaft etwas erreichen könnte, das meinem Namen Unsterblichkeit verleiht. Dann arbeiten Sie also an einem Projekt, das für die Menschheit von großer Bedeutung ist. Ja, das tue ich. Wenn ich dieses Projekt zu Ende führe, habe ich der Wissenschaft neue Wege geöffnet. Und was ist das, Doktor? Nun, darüber möchte ich im Moment noch nichts sagen. Aber Doktor, ich möchte Ihr Werk sehen, Ihre Forschungen. Deswegen bin ich doch gekommen. Es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, Dr. Frankenstein.
Mir auch, Christa. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es war immer schon mein Wunsch, etwas Großes in der Wissenschaft zu leisten. Und Sie geben mir das Gefühl, als ob ich das auf einmal könnte. Wir müssen endlich was dagegen unternehmen, Leute. Bevor dieser Verrückte da oben in seinem Schloss noch mehr Unheil anrichtet. Kein Mensch ist mehr sicher, nicht mal die Toten lassen sie in Ruhe. Ja, das ist wahr. Vor allem diese unheimlichen Gestalten, die für ihn arbeiten. Was ist hier los? Es ist wegen der Grabschändung. Dem verrückten Grafen da oben muss man doch endlich mal das Handwerk legen. Das müssen Sie dem Inspektor sagen. Dann holen Sie ihn. Moment, da kommt er. Was soll denn das wieder bedeuten, Körner? Inspektor, dieser Frankenstein ist eine Gefahr für das ganze Dorf. Sie müssen diesen Wahnsinnigen endlich einsperren. So geht's nicht weiter. Ich sage Ihnen, Inspektor, diese unheimlichen Kreaturen da oben im Schloss haben über die ganze Gegend einen Fluch gebracht. Sie sind eine Gefahr. Versteht ihr denn nicht, dass er diese unheimlichen Kreaturen, wie ihr sie nennt, nur aus Nächstenliebe bei sich aufgenommen hat? Aus reiner Nächstenliebe. Und sie würden elend zugrunde gehen, wenn er ihnen nicht immer wieder helfen würde. Herr Inspektor. Geht wieder an eure Arbeit und überlasst die Suche nach dem Verbrecher der Polizei. War das nicht ein bisschen streng? Wenn ich Sie nicht gleich einschüchtere, können Sie zu einer gefährlichen Meute werden. Der Inspektor fährt zum Schloss rauf. Das wurde aber auch höchste Zeit. Glaub mir, nur da oben kann er die Schuldigen finden. Es ist grauenvoll. Eine Grabschändung. So ein gemeines Verbrechen. Und ausgerechnet in unserem Dorf. Ah ja. Das Beste wäre, man würde das Schloss samt seinen Bewohnern einfach anzünden. Was geht hier vor? Was hast du hier zu suchen? Setz dich hin, ich habe mit dir noch zu reden. Ich war immer gut zu dir, Gens. Aber du hast mein Vertrauen missbraucht. Verzeihen Sie, Herr Graf, ich war nur neugierig. Halt den Mund! Störe mich jetzt nicht. Ich war zufällig vor der Tür. Kein Wort mehr. Wir haben geläutet, Herr. Hast du ihn hier reingelassen? Den lasse ich nicht rein. Wer hat ihm dann das Geheimnis verraten? Er muss es gesehen haben. Was gibt's? Diese Ratte hat uns noch ganz andere Schwierigkeiten gemacht. Schwierigkeiten? Ich habe gehört, die Polizei hätte seine Fußspuren beim Grab entdeckt. Du solltest doch alle Spuren verwischen, du Idiot! Und ich
Ich habe mich darauf verlassen, dass meine Anordnungen befolgt werden. Ich habe genau aufgepasst, dass nichts zurückbleibt. Ich kann nichts dafür. Der hat so kleine Füße, die sieht man ja kaum. Durch jede Unachtsamkeit kann mein Lebenswerk zerstört werden. Aber ich kann auch nichts dafür. Halt deinen Mund! Ich habe jetzt endlich genug. Ich lasse mir von dir nicht meine Arbeit gefährden. Du musst weg von hier. Aber Herr Graf, ich weiß doch nicht, wohin. Die Vollendung meines Lebenswerkes darf von niemandem gefährdet werden. Hast du mich verstanden? Hans, fahrt mit ihm. Hans, ich will ihn nicht mehr sehen. Raus mit ihm! Herr Bam! Herr Bam! Lass mich hier, bitte! Nicht, Herr Bürschchen. Darauf habe ich schon lange gewartet. Deine Visage war mir schon immer zuwider. Nein, das habe ich nur dir zu verdanken, Hans. Du hast das absichtlich gemacht. So? Warum hast du nur meine Spuren nicht verwischt? Jetzt ist es aus mit dir. Komm schon, du kleine Ratte, du. Hier geht's raus. Nein. Komm schon, mach keine Zicken. Nein, lass mich jetzt bitte. Weißt du wieder, Haseleute. Walter, komm mit. Hans hat eine Weile zu tun. Lange genug? Ja, komm mit. Wir gehen in den Holzschuppen. Komm. Hans kann gefährlich werden. Ach, mach dir keine Sorgen. Keiner ist vor ihm sicher. Und lass dich hier ja nicht wieder blicken. Im Dorf wird mir niemand helfen und wenn ich nicht ins Schloss zurück kann, muss ich verhungern. Dann friss Gras, du armseliges, mieses Stinktier. Wer Dr. Frankenstein betrügt, hat auf dem Schloss nichts mehr zu suchen. Ich schwöre dir, ich gehe zum Inspektor und erzähle ihm, dass du den Leichnam gestohlen hast. Oh nein, Freundchen, ich habe dafür gesorgt, dass am Grab auf dem Friedhof nur die Spuren von einem Zwerg zu sehen sind. Also geh nur zum Inspektor, er wartet ja auf dich. Geh schon! Ach du nur, du wirst doch an mich denken, Hans, das schwöre ich dir. Eines Tages werde ich mich an euch allen rächen, auch an Dr. Frankenstein, hörst du? Schön. Sei lieb. Du bist ein böses Mädchen, Walter. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. In seinen Reaktionen ist keine Veränderung zu beobachten. Die Störung durch den Zwerg scheint sich nicht negativ ausgewirkt zu haben. Um Gottes Willen, wer bist du? Tu mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Lass mich leben! Wohnst du also? Hast du wohl alle mit der Hand getötet? Ja. Ah, ein schönes Fell. Thank you.
Man isst doch kein rohes Fleisch. So, siehst du. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ich nenne dich einfach Ug. Gebraten schmeckt es viel besser, Ug. Du wirst sehen. Probier's mal. Warte! Ich zeig's dir. Mann, das schmeckt. Naja, die Geschmäcker sind halt verschieden. Kommen Sie herein, Christa. Das wäre alles, Hans. Sie dürfen niemandem erzählen, dass Sie hier drin waren. Nicht einmal Maria. Ich will Ihnen etwas zeigen. Passen Sie auf, dass Sie mich verstoßen. Sie werden erstaunt sein. Sie haben einen Patienten, Doktor? Ja, einen außergewöhnlichen. Es ist gleich soweit. Sie dürfen sich nicht bewegen. Er ist wirklich ungewöhnlich. Unter anderem seine Größe. 2,20 Meter. Er hat übermenschliche Kräfte. Ich war gezwungen, ihn festzubinden. Ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Er ist das einzige Exemplar dieser Gattung, das mir bekannt ist. Kommen Sie, das hier wird Sie besonders interessieren. Sehen Sie nur, wie schön die Operationsnarbe verheilt. Mhm. Da. Das verlangt aber eine sehr starke Konstitution. Ja, der gesündeste Patient, den ich jemals hatte. Die Einzelheiten erkläre ich Ihnen später. Und nun werde ich Ihnen meinen Akkumulator zeigen. Ist das Ihre eigene Erfindung? Es hat Jahre gedauert, bis es mir gelungen ist, den Blitz zu speichern und seine Kraft für meine Experimente auszunutzen. Das ist fantastisch. Wer weiß, wie weit die Menschheit in 100 Jahren sein wird. Ja, die Wissenschaft lässt sich nicht aufhalten. Aber darf man so weit gehen, Experimente an hilflosen Menschen auszuführen? Natürlich habe ich vorher erfolgreiche Versuche an Tieren vorgenommen. Aber bedenken Sie, Doktor... Ja, sicher, die alte Frage der Moral in der Wissenschaft. Aber seine Familie, was würde die dazu sagen? Ich bin jetzt seine Familie. Ich habe ihm den Namen Goliath gegeben. Trotzdem, ich meine... Christa, ich werde Ihnen alles erklären. Das verspreche ich Ihnen. Wohin gehen wir eigentlich, Maria? Warte nur, du wirst es gleich sehen. Puh, mein Schuh. Du willst doch nicht etwa in diese Höhle gehen. Lass mich nur erst die Kerze anzünden. Also, geh's.
So, da sind wir schon. Na, was sagst du jetzt? Was für seltsame, leuchtende Farben. Gespenstisch. Ich komme mir vor wie im Traum. Dass es so etwas wirklich gibt? Wie hast du diesen wunderbaren Ort eigentlich entdeckt, Maria? Als Kind habe ich oft gespielt. Ohne Wissen meines Vaters natürlich. Und nun, Christa, werden wir baden. Du verstehst dich auf Überraschungen. Weißt du, es gibt nicht viele, die ihr eigenes Heilbad besitzen. Da hast du es besser. Wie in einer anderen Welt. Oder auf einem anderen Stern. Also zieh dich aus. Das ist gar nicht kalt hier. Das Wasser ist wunderbar warm, du wirst es gleich sehen. Es kommt aus einer vulkanischen Quelle. Komm, lass dir helfen. Eigenartiger Geruch. Es riecht zwar nicht angenehm, aber es ist umso besser für die Haut. Du wirst es gleich spüren. Mhm. Bist du soweit? Ja, danke. Kann ich dir auch helfen? Mhm. Ja, bitte. Mach mir nur die Haken auf. Den Rest mache ich dann selbst. Ja, du. Dein Kleid ist auch wirklich praktisch geschnitten. Das tut wieder mal gut. Ja? Wenn du meinst. Beeil dich. Wir sollen im Schloss sein, bevor es dunkel wird. Uck! Uck! Komm schnell! Komm mit, Uck, ich brauch dich! Beeil dich! Geh schon! Komm weiter! Komm schon wieder her. Hallo. Na, habt ihr einen schönen Tag verbracht? Ja, danke. Es war herrlich. Ich finde das Land so schön hier. Ja. Vater? War das nicht eben der Inspektor? Ja, Maria, du hast recht. Es hat Unruhe gegeben im Dorf. Wieso denn? Was ist denn geschehen, Vater? Der Inspektor sagte etwas von einer Grabschändung. Aber was hat das mit dir zu tun? Man hat die Fußabdrücke von Gens in der Nähe des Grabes gefunden. Er hat sich bei mir nach Gens erkundigt. Gens? Ich habe nie verstanden, warum du ihn bei dir aufgenommen hast. Vor ein paar Tagen habe ich ihn rausgeworfen. Du wirst ihn hier nie wieder sehen. Das verspreche ich. Anni, wo gehst du hin? Ich gehe runter in den Stall, Vater. Ich bin gleich wieder da. Komm rein.
Also, jetzt wirst du wohl verstehen, warum die Gehirnoperation unvermeidlich war. Ja, der Blutstrom zum Gehirn war unterbrochen. Das heißt, dieser Mensch wird ein gefährliches Monstrum sein, falls er weiterlebt. Ja, du siehst selbst, dass schon allein diese Gefahr die Transplantation rechtfertigt. Ich habe über alles genau Buch geführt. Hier drin. Du kannst es mal lesen. Sehr gern. Aber ich finde es nicht richtig, wenn wir Menschen in die Schöpfung Gottes eingreifen. Im Gegenteil. Mir scheint eher, dass es sein Wille ist, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen. Wie meinst du das? Wissen bedeutet Macht. Nur wer nicht aufhört zu lernen, kann Macht erlangen. Und er wollte ja, dass wir ihm ähnlich werden. Er ist aufgewacht. Christoph, es ist besser, wenn du dich jetzt mit ihm allein lässt. Ich weiß noch nicht, wie weit die neue Gesichter beunruhigen. Und denke daran, du bist wirklich die erste Augenzeugin eines historischen Experiments. Vergiss es nicht. Gebt doch endlich Ruhe, Leute! Der Inspektor kommt ja schon! Wir werden gleich hören, was er zu sagen hat! Hört auf zu schreien, Leute! Sagt mir lieber, was ihr von der Sache wisst. Das kann ich euch sagen. Meine Tochter Hanni ist plötzlich verschwunden. Hanni? Wie ist das passiert? Sie war in der Küche und ist dann in den Stall gegangen. Als ich sie nicht mehr hörte, habe ich nachgeschaut. Aber sie war verschwunden. Das war der verrückte Frankenstein. Also langsam, Leute, nur keine voreiligen Verdächtigungen. Nun hör mal her, Hansen. Du sagst, sie ist verschwunden, aber vielleicht ist sie einfach bei Freunden. Hanni ist ein folgsames junges Mädchen. Sie würde nie weggehen, ohne mir etwas davon zu sagen, Inspektor. Körner, Heinz, kommt mal raus. Ihr geht mit mir. Und du zeigst mir den Platz, wo du sie zuletzt gesehen hast. Ja, gern. Hier rüber. Also kommt. Ihr solltet nicht so viel Zeit verlieren und den Frankenstein gleich verhaften. Was, Uk? Sieh dir das genau an, dann hast du was über die Freuden des Lebens erfahren. 27. Oktober. Der Patient erholt sich in erstaunlich kurzer Zeit. Ich führe das auf seine außerordentliche Konstitution zurück. Wer hat sie gefunden? Ein Bauer. Doktor? Aus dem Zustand ihres Körpers würde ich schließen, dass der Mörder ungeheuer stark war. Sie war so jung und hübsch. Mhm. Beide Beine sind gebrochen. Und ihr Körper ist so zerschunden, als ob ein wildes Tier sie angefallen hätte. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie hier, am Hals. Und die gebrochenen Beine. Das ist schauerlich, wie sie zugerichtet ist. Das ist unmenschlich. Ich werde Sie mitnehmen, um die Todesursache festzustellen. Bitte halten Sie mich nicht für überspannt. Aber mir geht der Neandertaler nicht aus dem Kopf. Aber ich bitte Sie, Körner, wir brauchen Fakten und keine Märchen. Es könnte ein Sexualmord sein. Das ist das grausamste Verbrechen meiner ganzen Amtszeit. Wir dürfen im Dorf nicht sagen, wie sie aussieht. Das würde einen Aufruhr hervorrufen. Und dann ist der Teufel los, Körner. Soll ich hierbleiben? Nein, gehen Sie ins Amt zurück. Wollen Sie, dass ich einen Bericht schreibe?
Natürlich, Carla. Schreiben Sie den Bericht. Und tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie sich ausnahmsweise an die Tatsachen. Los. Da drüben hat alles begonnen. Es ging das Gerücht um, dass in den Höhlen ein Urmensch haust. Dieser Neandertaler? Ja, ja, vielleicht. Als ich hörte, dass Leute aus dem Dorf ihn entdeckt hatten, kam ich sofort hierher. Die Leute bedrohten ihn, sie hatten ihn umzingelt. Und er stand da und kämpfte wild und verzweifelt um sein Leben. Wie ein gefangenes Tier. Nichts dagegen tun. Aberglaube und Angst hatten die Leute in Panik versetzt. Sie erschlugen ihn. Aber wenn er wirklich tot war, ich meine dann... Er war tot, aber nicht lange. Ah. Wir brachten seine Leiche, diesen misshandelten Körper, ins Schloss hinauf, in mein Laboratorium. Akkumulatoren. So, das ist alles. Bringt das raus. Und passt gut auf, dass mich niemand stört. Beeilt euch. Endlich war der Augenblick gekommen, auf den ich gewartet und für den ich gearbeitet hatte. Das Ziel meines Lebens war greifbar nahe. In unserer Gegend ist die Atmosphäre voller Spannungen, die sich häufig bei Gewittern entladen. An diesem Tag hatte ich das Gefühl, dass Gott mir zur Seite stand. Die Blitze schlugen im Garten ein und legten so Millionen Volt frei. Ich habe dir ja meine Experimente mit dem Akkumulator geschildert. Bei diesem Versuch nun musste sich meine Erfindung bewähren. Würde es gelingen? Und dann war es soweit. Das Ziel meiner Arbeit war erreicht. Ein Ziel, das jeder Wissenschaftler anstrebt. Das Geheimnis des Lebens zu enthüllen. Willst du damit sagen, du hast ihn... Ja. Ich habe einen toten Menschen wieder zum Leben erweckt. Hey. Hey. Maria. Oh, Dieter. Ich bin so froh. Maria, das bin ich auch. Wo sind die anderen? Mein Vater ist bei seinen Studien. Und Christa macht einen Spaziergang. Sind deine Sachen schon in deinem Zimmer? Ja. Dieter, es ist so schön, dich wieder umarmen zu können. Bringen Sie mich zum Schloss Frankenstein.
Christa, wie schön, dass du kommst. Ich komme gern. Du kennst mein Interesse für die Wissenschaft. Nur für die Wissenschaft? Natürlich. Also, ich will heute feststellen, ob unser Goliath auch ein menschliches Gefühlsleben hat. Sein Zustand ist gut, aber wir können nicht miteinander sprechen. Ich kann nur versuchen, seinen Ausdruck zu deuten. Es ist ganz offensichtlich, dass sein Benehmen nach deinen Besuchen jedes Mal vernünftiger wird. Herr, mein Liebes, er scheint sich in dich verliebt zu haben. Und woran merkst du das? Ich habe beobachtet, dass er plötzlich nachdenklich wird, wenn du da bist. Wenn du weggehst, wird er wieder unruhig. Und da du ihn gewöhnlich um die gleiche Zeit besuchst, nehme ich an, dass er dich sogar erwartet. Jetzt ist er ruhig, weil du gekommen bist, Christa. Und das ist die Zeit für ein Experiment. Du wirst gleich sehen, aber du musst mitspielen. Offenbar empfindet er keine Eifersucht. Jetzt etwas anderes. Du brauchst keine Angst zu haben, Christa. Ich will nur seinen Verteidigungsinstinkt testen. Siehst du? Tatsächlich. Tatsächlich, sieh nur! Fantastisch! Sei ruhig, mein Armer. Sei ruhig. Komm, nun beruhige dich. Ist ja alles gut. So, ja. Durch das neue Gehirn sind seine Instinkte gezähmt und verfeinert worden. Christa, willst du mir helfen bei meinen Experimenten? Mhm. Dein beruhigender Einfluss auf ihn ist eine große Erleichterung. Es macht den Eindruck, als könne er sich geistig entwickeln. Oh, mit dir zu arbeiten wäre ein Vergnügen. Schön, komm. Dann werde ich dir jetzt alles vorführen. Die Geräte, ihre Anordnung, das ganze Laboratorium. Komm, das hier ist mein selbstgebauter Akkumulator. Und hier, damit werden wir beide arbeiten. Ja, wir beide. Gemeinsam. Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie warten ließ, Inspektor. Aber ich musste erst noch einen Versuch beenden. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Aber gerne, Herr Graf. Danke. Ich bin gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie zufällig etwas von dem Zwerg gehört haben, der bei Ihnen war. Nein, nichts. Seit Ihrem letzten Besuch. Warum fragen Sie? Danke. Weil ein Mädchen aus dem Dorf, Hanni Hansen, verschwunden ist. Oder vielmehr das Opfer eines brutalen Mörders wurde. Heute ist im Wald ihr Leichnam gefunden worden. Grausam verstümmelt. Und wie damals, bei der Grabschändung, haben wir ganz in der Nähe der Leiche eine Menge Fußspuren entdeckt. Ich habe einen Wachsabdruck gemacht. Er ist ziemlich klein, wie der vom Gerstschen Grab. Die Ähnlichkeit ist frappierend, Inspektor. Er könnte von dem Zwerg sein. Durchaus möglich. Jedenfalls habe ich ihn nicht mehr gesehen, seit ich ihn entlassen habe, Inspektor. Ja, mein lieber Graf, das haben Sie mir schon damals gesagt. Aber ich habe daran gedacht, dass vielleicht Ihre Diener etwas von ihm gehört haben. Kann sein. Ich werde das feststellen. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ich der Polizei bei der Aufklärung von Verbrechen helfen kann. Hans, hast du in letzter Zeit etwas von Gens gesehen oder gehört? Nein, Herr Graf. Das glaube ich, aber... Oder hat vielleicht irgendeiner der anderen Diener von ihm zufällig etwas gehört? Nein, Herr Graf. Er weiß doch, was ihm geschieht, wenn er zurückkommen würde. Nun, Inspektor, leider kann ich Ihnen in dieser Sache nicht viel weiterhelfen. Er scheint sich nicht hier in der Gegend rumzutreiben. Schade.
Vielen Dank trotzdem. Es tut mir leid, dass ich Sie schon wieder stören musste. Falls Sie doch etwas hören sollten, bitte informieren Sie mich sofort. Aber selbstverständlich. Hans, bitte bring den Inspektor hinaus. Gute Nacht, Graf. Gute Nacht. Hätte ich ihn nur vergiftet, diese kleine dreckige Ratte. Hier ist dein Gemüse. Vor der Hochzeit. Was ist hier los? Was tust du denn hier? Schön brav. Bleib ruhig. Ja, so ist gut. Ich wollte nur versuchen... Halt's mal, du Wanze. Sei doch ruhig. Ah!
Los, weg da! Leg dich hin! Du sollst dich hinlegen! Passiert. Gens hat den Riesen befreit. Das muss ich dem Grafen sagen. Herr Graf, kommen Sie! Schnell! Dieser verfluchte Gens hat den Riesen rausgelassen. Nein! Wir müssen ihn finden, Hans. Wohl Hidden und Heiner. Ja, aber... Hidden liegt halb tot im Laboratorium und er konnte mir nicht sagen, wo die beiden hin sind. Du suchst im Wald. Ja, Vater. Ich nehme das Pferd. Was ist los? Ich muss noch schnell weg, Maria. Bleib du mit Christa hier bei Dieter. Ich bin bald zurück. Es dauert Vater, nicht lange. Christa ist von ihrem Spaziergang noch nicht zurückgekommen. Oh mein Gott. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Graf? Bleiben Sie hier bei Maria. Bitte sag uns doch, was passiert ist, Vater. Was ist denn los? Ihr dürft das Schloss auf keinen Fall verlassen. Ja. Hier, das sind seine medizinischen Aufzeichnungen. Er hat alles aufgeschrieben. Jeden Tag eine Eintragung. Großer Gott, er hat Experimente gemacht. Experimente mit einem Menschen. Das heutige Datum. Der Mensch scheint entflohen zu sein. Bitte geh auf dein Zimmer. Nein, ich will nicht, nein. Doch, Herz, ich muss nach deinem Vater sehen. Bleib stehen! Gens, du verfluchte Missgeburt! Hans hatte recht. Man hätte dich erschlagen sollen. Nein, Herr, nein! Du zerstörst mein Lebenswerk. Jetzt reicht es mir. Ich werde dich eigenhändig umbringen. Ruhig, Goliath. Stehen bleiben. Hilf mir, Goliath! Bleib stehen! Nein! 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 Ist gut, Goliath. Wir müssen weg von hier.
Soll ich dir sagen, was jetzt passiert? Dieses Monstrum hat Graf Frankenstein getötet. Nein! Nein! Lass mich los! Komm, Goliath! Hey, Gerda! Wir kriegen noch einen Wein. Ja, wir haben gutes Nuss hier. Also. Danke. Hier, euer Wein. Wir müssen was unternehmen mit diesem Frankenstein. Angefangen hat's mit dem Riesen. Und dann die Grabschändung. Und jetzt noch? Der Mord an Hanni Hansen. Der Inspektor ist doch völlig unfähig. Er ist keinen Schritt weitergekommen. Wir nehmen die Sache selbst in die Hand. Was meint ihr? Wir werden uns bei seinem Vorgesetzten beschweren. Zum Teufel. Damit wir endlich diesen Inspektor loswerden. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, damit ihr endlich wieder Ordnung reinkommt. Ihr solltet wirklich nicht so über den Inspektor reden. Er ist ein guter Mann, aber niemand hier... Davon verstehst du nichts. Wenn du mich fragst... Mein Gott. Graf Frankenstein. Arme Maria. Goliath ist raus. Ich weiß, er hat Graf Frankenstein und Hans getötet. Wir beide gehen zur Grotte und suchen Christa. Und du gehst ins Dorf und holst den Inspektor. Ja. Komm, Maria. Wir müssen uns beeilen. Was gibt's? Hol den Inspektor. Hinten will sie sprechen, Inspektor. Was ist los? Frankensteins Monstrum ist ausgebrochen. Frankensteins Monstrum? Ja, und seine Tochter geht zur Grotte. Frankensteins Monstrum. Großer Gott. Körner, Sie kommen mit. Sie passen auf, Hitten, dass keiner das Schloss verlässt. Ich werde zu den Höhlen gehen. Wir gehen auch zu den Höhlen. Körner, kommen Sie. Wir gehen mit. Los zu den Höhlen. Hallo, Uk. Ich bring dir einen Freund mit. Das ist mein Freund Uk. Er frisst das Fleisch roh. Er ist bestimmt nicht böse. Wenn du ihn erst mal kennst, wirst du ihn auch gern haben. Komm, komm doch. Goliath. Wie kommen Sie hierher? Hör doch auf! Seid mir schöne Helden. Hier rumsitzen und große Töne spucken kann jeder. Warum tut ihr nicht lieber was? Ach, halt dein Mund, Mädchen. Der Riese, den wir erschlagen haben, der ist gar nicht tot. Der ist in den Höhlen. Komm hier raus. Ich habe ja gesagt, der Frankenstein. Ich würde ja mitkommen, wenn ich nicht so ein armer Krüppel wäre.
Danke. Komm mit, Goliath. Es tut mir so leid, Ugg. Gleich sind wir draußen. Maria, Maria! Christa, ist alles in Ordnung, Christa? Ja, natürlich. Da ist er, seht ihn euch an! Nein, nicht! Geht zurück! Wir müssen sie aufhalten. Gehen Sie darauf, schnell! Nein, nein! Halt, halt, bleib stehen! Stehen bleiben, habe ich gesagt! Ich will dich doch bloß beschützen. Hören, er tut doch keinem was. Die Meute hat das Todesurteil gefällt. So kann jeder zum Mörder werden. Jeder von uns. Besonders, wenn er sich fürchtet.